Hi, what do YouTube, bro? Willkommen zurück zu einem neuen Video. Und zwar reagieren wir heute auf Frankfurt Tinder endet nicht so gut. Vom pumpenden Affen. Was jetzt da nicht so gut endet, würde ich gerne wissen. Aber gut. Wenn euch dieses Video gefällt, lasst ein Like da. Kommentiert gerne, wie schlimm ihr dieses Video von 1 bis 10 findet. Und abonniert diesen Kanal Road to 100k. Und dann würde ich sagen, gehen wir rüber. Chill. Ja, was passiert? Wer war das? Der hat gekämpft. Was hat der gemacht? Jemand hat hier gerade eine Pfefferkanone abgeschossen. Der hat eine Knarre rausgeholt. Wie eine Knarre? Ich schwöre, so ein Pfefferkanone. Oh, nicht die schon wieder, Bruder. Knarre oder so. Oh, Pfeffer, lass uns gehen. Also gar nichts. Ich sag ehrlich, ich kannte den Typen nicht. Auf einmal, ich höre so ein Papp. Ich sehe einfach überall rote Flecke. Ich sehe nur noch rot. Also wenn ich jetzt Musik einblenden würde. Guck mal, ein Mann, wer Musik einblendet jetzt. Ses. Wie bei türkischen Hochzeiten, wenn sie Mikrofon testen. Oh mein Gott, ich sehe schon, es wird hier wieder voll. Ich habe mich spontan entschieden, einfach hierher zu kommen und jetzt einen Tinder auf meine Art zu machen. Und deswegen würde ich sagen, ich freue mich jetzt hier auf die Kandidatinnen und auf die Kandidaten. Die sind alle ready und sehr hungrig und heiß. Winter Edition. Ich würde sagen, wir checken einmal unsere Ladies ab. Guckt sie euch mal an. Bruder, das kann er im Leben nicht ernst, mein Bruder. Bruder, das ist doch eine Deutschvertretungslehrerin. Das ist doch eine von Harry Potter. Dann haben wir hier, oh mein Gott, was haben wir denn hier? Also bitte, das ist ja Eie. Oh, Harry. Diese 14-Jährige. Oder kann sie nicht endlich die Mathe-Hausaufgaben machen gehen oder so? Die Granger ist auch am Start. Und wen haben wir hier? Uiuiuiuiuiui. Jetzt unsere Jungs. Das sind heute nur die Kommentatoren, nicht wundern. Dann haben wir wen hier? Du musst nach Hause gehen. Oh mein Gott, was ist das denn? Bro, ist kein Peaky Blinder. Oder was ist das eigentlich für ein Ton? Lakai. Einfach. Oh mein Gott, es wird immer brutaler. Also, ihr wisst Bescheid, Tinder auf meine Art. Ladies first, stell dich mal vor. An Christine, wie alt bist du? 26. Haben wir dein Einverständnis für das Video? Ja. Ja? Check ihn mal ab von oben 26? Bis unten. 26? Boah, sie sieht aus wie 35 oder so. Weißt du, warum du überhaupt heute hier stehst? Nein. Du hast ihn ja abgecheckt, oder? Ja. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Nein. Nein? Nein. Warum nicht? Was gefällt dir nicht? Oder die wurde doch gezwungen, damit zu machen. Er ist nicht mein Typ. Warum? Weil ich vergeben bin. Ist dein Boy hier? Ja. Wo? Komm mal her, kleines Arschlöchlein, ja. Komm mal her. Ja. Ihr seid zusammen, habe ich gehört. Ja. Wie lang schon? Jetzt eine Weile, mein Bruder. Ja? Ja. Ach, er ist es, Bruder. Was redest du, er? Wie hat er dich angesprochen? Oder du ihn? Ich habe ihm über Facebook geschrieben. Wir Echt? Kennen uns halt schon länger. Was hast du ihm geschrieben? Halt erst ganz normal angefangen. Mit hey, und wie geht's dir? Und dann habe ich ihn halt gefragt, ob wir zusammen sein wollen. Ich habe sie gefragt, ob sie ihn daten würde. Sie hat nein gesagt. Was soll ich dazu antworten? Gar nicht. Oh shit. Okay, wir hören uns die Meinung trotzdem von drüben an, ja? Was? So, hi, stell dich mal vor. Ja, der Ton war vom Video weg, keine Ahnung. Von Frankfurt. Domenico. Wie bitte? Onkel von Frankfurt. Ach, jetzt haben wir auch noch einen Onkel. Check sie mal ab, von oben bis unten, bitte. I've been really trying, baby. Sag mir, Bruder, würdest du sie daten? Ja, nein, begründet. Auf keinen Fall, weil guck mal, erstens, sie ist viel zu alt. Zweitens, keine Ahnung, was mit ihr Gesichtsschluss ist. Länger als keine Ahnung. Bist du ein Asozialer? Sie war so cool. Ich kenne sie ja gar nicht. Okay. Wie muss denn deine Frau aussehen? Auf jeden Fall nicht so wie die restlichen anderen. Wie muss sie denn aussehen? Natürlich, am besten Südeuropa. Was sagst du? Ich rede am Telefon. Ach so.
Am besten südeuropäisch. Südeuropäisch, lockige Haare vielleicht, okay. Braun gebrannt, sowas. Willst du nochmal hier reinschneiden? Ja, ich bin auch da. Ja. Okay, gut. Es hat ganz so sachlich angefangen. Wir gehen ein zweites. Hallo. Hi. Na? Na? Wie geht's dir? Gut, und dir? Oh, mir geht's auch gut. Warum fässt du mich an? Stell dich mal vor. Hi, ich bin Vika. Ich bin 23. Mhm. Woher kommst du? Ich komme aus Berlin. Vika ist heute mein Besuch aus Berlin. Wir drehen heute einen Vlog. Yeah. Mit Marius zusammen. Marius. Ja, Marius ist auch dabei. Vika, weißt du, was heute deine Aufgabe ist? Ihn bewerten. Ich lass dich heute überraschen. Ja, das war jetzt echt vom Partaler Hund. Check ihn mal ab, einmal von oben bis unten. I've been really trying, baby. Sag mir, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe. Nein. Nein? Nein, der Junge braucht erstmal ein bisschen so Skincare. Was hast du gesagt? Also erstmal ein bisschen Skincare. Zweitens, mit seiner Zahnspange sieht er sehr jung aus, also ist gar nicht meins. Wie müsste er aussehen, damit du sagst, das ist es? Erstmal fehlt der Bart. Weil er sieht aus wie... Danke, keiner von Frankfurt Tinder kommt aus Frankfurt, wirklich. Das ist verrückt. Ich weiß nicht, als wäre er 16. So, weißt du, was ich meine? Wie bitte? Ich habe heute frisch meinen Bart weggemacht, weißt du, wie ich meine? So. Was sagst du denn? Was soll ich dazu sagen? Meinung, ihre Meinung. Ja? Okay, wie muss dein Typ aussehen? Auf jeden Fall Bart. Bart? Ja. Und sonst so ein bisschen Talerhuhn-mäßig, ja? Okay, auf was stehst du? So, was ist dein, wo du sagst, darauf stehe ich? Im Talerhund-Stil, ja. Sehr cool gemacht. Wir hören uns jetzt die Meinung mal von drüben an. Stell dich mal vor. Jo, was geht? Ich bin der Ahmed aus Frankfurt. Jo, Ahmed aus Frankfurt. Woher kommst du aus Frankfurt? Aus Enkheim. Aus Enkheim? 069. Ja, der erste Frankfurter. 19. Haben wir dein Einverständnis für dieses Video? Normal, mit Herz auch, mein Bruder. Okay, check sie mal ab von oben bis unten. Ich? I've been really trying, baby. Sag mir, würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Schon, ja. Bunnies. Ja? Hat schon was, ja. Schalt dir, oder? Normal, immer ehrlich sein. Okay, was gefällt dir so, wenn du sie anguckst? Also süß, ein süßes Mädchen so. Ich kann jetzt nicht viel dazu sagen, ne? Charakterisch kennt man die Person nicht. Mhm. Deswegen. Wie muss denn deine Traumfrau aussehen? Gute Frage, loyal auf jeden Fall. Kleiner als ich ist so, das, so eine Sache. Okay, guck mal, er ist so hungrig. Yeah. Er darf auch mal. Ja, yeah, komm, schieß. Stell dich mal vor. Ich bin Mohammed aus Afghanistan. Ja. Aus Frankfurt. Weil sie hat eben gesagt, sie steht auf... God damn, Bro! Also wenn Bro so behaart ist, dann hat er, glaube ich, schon mit 8 einen Bart gehabt oder so. Typ mit Bart. Okay. Und jetzt haben wir einen. Okay, also... Wie findest du diese Frau? So ein bisschen alt für mich, aber geht schon. Alt für dich? Ja. Wie alt bist du denn? Schon 24. 24? Ja. Wie 24? Du wurdest 1924 vielleicht geboren, Bruder. Wie alt bist du? 23. Und was sagst du? Ja, geht schon. Er ist auf Sendung. Hey Bruder, was ist los? Lass mal kurz aus diesem Menschen. Oh mein Gott, es gibt Beef. Was sagst du dazu? Schlägerei. Passiert Gurke. Bruder, weil die wollen Gurke, ich weiß. Was wollen die? Guck mal, ich will reden. Hast du schon? Was ist los? Sag die Sonne. Alles gut. Hey Luan, einfach Dings, Romeo und Julia. Das ist normal in Frankfurt. Egal, komm, wir machen hier weiter. Bitte nicht vor der Kamera. So, was sagst du? Ja, ich... Hä? Die haben einfach, Bruder, ja einfach nebenbei so eine Schlägerfetzerei oder was? Ich finde sie hübsch schon. Oh Mann, warum kommen sie immer vor die Kamera? Ja. Hey, ach so, das ist Bera oder was? Hey. Du wolltest den Kopf losgehen. Chill. Hey, wer war das? Der hat eine Gaffe geschossen, ne? Oh mein Gott, hier wurde gerade gepfeffert. Oh, Pfeffer, lass uns gehen. Das hat geschossen wie aus dem Loch. Das war FIFA oder was? Oder? Was war FIFA oder was? Weiß ich nicht. Was sagst du dazu? Weil die sind dumm. Oder? Ich wollte daten. Der hat eine Knarre rausgeholt. Der hat eine Knarre rausgeholt. Wie eine Knarre? Ich schwöre, so ein Pfefferknarre oder so. Ja. Hab ich das? Wenn zwei Leute Stress haben, finde ich, sollten sie zusammen weg. Ja, müssen.
Aber in die Menschenmenge sowas zu schießen mit einem Pfefferspray, wer ist dieser Onkel jetzt? Ist nicht okay. Nicht. Und Bernhard ist bekannt dafür, dass er sich jedes Wochenende hier schlagen muss. Aber das warum haben die sich gestritten, weiß man nicht. Pause für dich nach Hause. Das immer. Sind Frauen und Männer gleichberechtigt? Nein. Warum? Nein. Wer hat die Hosen an? Nein, nein. Nicht Frau, nicht Männer. Ich will dich. Wie bitte? Nein. Ja, ich will dich. Aber geht nicht. Wenn du Sprachen lernen, Bubble? Ja, dass ich mich mit verheiratet. Du bist verheiratet? Ja. Sag mal, ich bin verheiratet. Ja. Mein Deutsch ist gerettet. Mein Deutsch ist gerettet. Oder was ist das? Warum seid ihr so frech? Wir dürfen das, wir sind geile Russen. Bist du auch Russe? Ja, Russe ist echt? Oh mein Gott, blärt. Redet mal Russisch miteinander. Привет, как дела? Хорошо, у тебя? Тоже. Ja, Ярамбажи. Erzählt mal, was ist eben passiert? Ich weiß nicht, auf einmal, erstmal kam Schlägerei aus dem Nichts. Also ich finde, das war... ein bisschen getanzt. Genau. Erstmal, es fing an mit einem Tanz, ein ganz romantischer Walzer. Und dann wurde aus dem Walzer irgendwie ein bisschen Schlägerei. Und aus Schlägerei wurde Shoot, Shoot. Du kamst ja gar nicht dran, aber du wolltest ja unbedingt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wollen wir dich mal direkt bewerten von einem Typen? Ja, gerne. Hat jemand Lust, die Dame hier zu bewerten? Die kannst du doch nicht bewertest ernst meinen. Ja, kann ich machen. Okay, wie findest du sie? Oh, nicht die erste. Ja, sieht schon gut aus, ja. Was machen? Soll ich ein 360 machen? Was ist das? Einmal so umdrehen, so komplett. Willst du das? 360 Grad. Genau. Nein. Er will es nicht, sagt er. Bekommt für die er Zuschauer. Trotzdem. Bekommt er trotzdem. Oh, die ist was so sagst? Tot. Ja, ist auf jeden Fall überwältigend. Also es gibt eine Sache, auf die ich heute überhaupt nicht klarkomme. Und das sind seine Schuhe. Was ist das? Ja, neue Balenciagas, Replikas. Also halt Balenciagas, ne? Bruder, du kannst da Menschen töten. Guck mal. Das sind keine Balencis! Alter, hast du einen Waffenschein dafür? Nein. Tanz mal einmal für die Kamera mit dir zusammen. Erzähl mal ein bisschen von dir. Was machst du so? Also ich mache OnlyFans und ich verkaufe meine Füße. Wer will meine Füße wischen, der kann gerne vorbeikommen. Wie bitte? Also ich verkaufe meine Füße. Oder guck mal, ich guck mir jetzt hier dieses Video so ein bisschen hier so einen Überflug an. Guckt euch das jetzt mal an. Ich sehe jetzt hier bei dem Part. Sie macht einen Spagat auf den Boden von der Hauptwache, Bruder. Hey, ein Applaus für sie, kommt. Crazy. Ich heiße ja nicht ohne Grund Crazy Vika. Wir sind gleich. Sie ist, glaube ich, eher die Dominante. Ich stehe eher drauf, dominiert zu werden, so weißt du? Also, wenn ich einen Freund habe, dann ist der auch dominant. Aber sonst bin ich so eine richtig herrische und dominante Frau. Herrische? Was meinst du mit herrisch? Ja, wenn man. Ich will es nicht mal sehen. Mal gucken. Lange her. Ja. Also könnte ruhig mal wieder passieren, ja? Ja. Also Leute, ihr habt gesehen, was Kinder auf der Zeit passiert ist. Es kam wirklich sehr, sehr unerwartet. Wir haben ein Tinder-Video gedreht, wie immer. Wir haben sogar vorher es beschworen, dass es Stress geben wird. Ich muss ehrlich dazu sagen, es sah anfangs gar nicht so aus, als hätte er Stress. Das sieht man auch. Ich habe das so gar nicht realisiert. Ich habe erst gedacht, die tanzen Cha-Cha-Cha. Ich schwöre, ich dachte, die tanzen. Ich sag, warte, nein, ich habe noch gesagt, bitte nicht vor der Kamera. Loki tot wieder, ja. Weil, Bruder, ich schwöre, die waren einfach so Hand in Hand erstmal. Nein, nein, er war wirklich so, Bruder. Er hat ihn so, Bruder. Nein, ja das, Digga, das war so. Warte, yeah. Gib mal her. So. Ja, ja, aber du, er hat wirklich, also, er hat wirklich so. Also, wenn ich jetzt Musik einblenden würde. Guck mal, ein Mann, wer Musik einblendet jetzt. Ja.
Auf jeden Fall hat man dann gesehen, dass die Sache immer weiter und weiter eskaliert ist. Und dann hat man so gesehen, oh, das ist doch nicht so, wie es aussieht, sondern Lage ist ernst. Ich habe nur gesehen, also ich habe mich dann gegen Ende eingemischt, habe diesen Typen zurückgezogen. Berat hat sich dann gewehrt, weil er ein paar Mal ihm eine Kopfnuss versucht hat zu schieben. Hat er sich gewehrt, ihn zurückgeschlagen. Das Ding ist, das ging so schnell, ich habe nicht mal gesehen, dass er was aus seiner Hosentasche... Das kam, sein Hosenstall war so offen, oder so rausgeholt. Er hat das wirklich von seiner Hose hier rausgezogen und hat boom geschossen. Ja, und dann war Massenpanik, Alter. Ich habe erst gedacht, man hat erst gar nicht gesehen. Ich habe gedacht, das ist eine Schreckschusswaffe oder sonst was. Die Polizei ist auch nicht danach gekommen. Ne? Da wurde ja einfach geschossen mitten auf der Zeile. Das ist eine, mit einer Pfefferpistole. Es wurde einfach... Wow, das ist schon verrückt, ne? Das ist schon sehr verrückt, Bruder. Im Video geschossen. Und was war das nochmal? Das war eine Pfefferpistole, die nennt man auch Jet. Die haben immer mehr Leute in Frankfurt. Ich habe einen Kollegen, der das hat, deswegen weiß ich das zufälligerweise. Ja, das ist wirklich einfach eine Pistole mit einem Pfefferspray, also mit einem, wie in einem Pfefferspray, ein Geschoss wie ein Pfefferspray quasi. Und ja. Der Typ, man sieht auch in dem Video, der ist extra zurückgegangen, weil witzigerweise, also eigentlich überhaupt gar nicht witzig, wenn du halt so vorne dran auslöst, dann erblindet der Mensch halt für immer, ne? Also deswegen, der weiß schon, warum er so weit weggegangen ist. Also wenn er jetzt damit jemand... Oder stell dir mal vor, wie krass, Chat. Stellt euch mal vor, der Bruder ist aus dem Nichts irgendwie dorthin gekommen, ne? Er schießt damit und trifft ihn voll und stellt euch mal vor, er wird einfach dadurch blind, Digga. So trifft, kann er wirklich erblinden? Aber der muss nah sein. Genau deswegen ist er ja auch, man sieht ja auch, nachdem er hat ihm ja so einen Tritt gegeben und der ist ja nicht wegen dem Tritt so weit weggeflogen und er ist auf ihn zugekommen auf einmal und hat einfach nur, er hat glaube ich wirklich einfach nur gesagt, warum bist du so frech, ne? Als erstes, oder? Mama, guck mal. Mach jetzt einen Cut. Nee, wir müssen keinen Cut machen. Ich kann das schon. Das Ding ist. Bruder, aber es ist gar nicht so witzig. Ich schwöre auf alles gar nicht so witzig. Der Grund? Also gar nichts. Ich sag ehrlich, ich kannte den Typen nicht. Ich bin kurz rausgegangen vom Video, also ich war kurz weg von der Kamera. Ich wollte den Darius was sagen. Auf einmal, ich gucke, da ist so ein Typ, Digga, so mit zwei Leuten, Alter, der packt hier so an meine Schulter, der sagt so, warum bist du eigentlich so frech? Ich denk, also du kennst ihn nicht? Nein, ich kenn ihn auf jeden Fall, ich will ihn auch nicht. Auf jeden Fall, ich sehe den so, Digga. Ich sag, komm mit, lass mal kurz mit dir reden, also ganz alleine. Ich sag, guck mal, fass dich an, lass los oder dann lass ich auch los. Ganz einfach, beruhig dich einfach. Mann, ich auf krass und so alles vor diesen Leuten da. Und dann, ich gucke schon, da sind Leute, die filmen schon. Und dann macht er weiter. Da dachte ich mir, okay, weißt du was, Leute nehmen schon auf. Dann gehe ich zu Pappenmaki, also er war vor mir 10 Meter entfernt von mir. Er war so 10 Meter entfernt von mir. Er ist mit ihm Ich dachte mir einfach, weißt du was, ich packe dich mal ins Video rein, was ein komischer Typ du bist, Digga, dass du nur vor Kamera so das machst, weil du hast schon gesehen, da Leute haben schon davor schon aufgenommen. Da dachte ich, okay, wenn du schon so krass machst, dann lass mal auf YouTube dich so einfach mal zeigen. Auf einmal hat er versucht, einmal so eine Kopfnuss zu geben, hat er erstmal nicht geschafft. Und danach macht er es noch einmal. Und dann noch einmal dachte ich mir so, okay, ey, weißt du was, jeder guckt mich gerade einfach an, das ist mir zu unangenehm. Denkt, dass ich irgendwie eine kleine Pussy bin, gib ihn einfach einen auf die Fresse, fertig. Und dann ist er wieder zu mir gekommen, also irgendwas machen, habe ich einfach einen Kick gegeben, also so einen Kick gegeben, ist er weggegangen. Auf einmal, ich gucke, meine Kappe ist weg. Dann gucke ich auf den Boden, meine Kappe ist, auf einmal, ich gucke nach oben, ich höre so ein Geräusch, der schreit so laut. Ey, denkst du kannst mich oder was? Auf einmal, ich höre so ein paar, ich sehe einfach überall rote Flecke, ich sehe nur noch rot. Du hast auch die ganzen Flecke auf deiner Jacke, ja, ne? Ja, auf jeden Fall, deine Mutter wird mir auf jeden Fall ein neues Ding kaufen, Alter, kein Problem. Zeig mal deine Jacke. Egal. Mach mal deinen Arm hoch. Ja. Zeig doch mal richtig. Zeig mal, Bruder. Was war das? Wegen was ist das? So, das ist beim Cha-Cha-Cha-Tanz passiert. Willst du nicht mal ein Statement abgeben, dass dieser Stress vielleicht endet, weil du sagst ja selbst hinter der Kamera auch, ich habe keinen Bock mehr. Willst du nicht mal was sagen, wo du vielleicht denkst, es könnte aufhören? Wenn ich, keine Ahnung. Weil er ist wirklich hinter der Kamera so, er sagt, er hat keinen Bock mehr. Was auch verständlich ist. Er hat jetzt vielleicht so im Video ein paar Sachen erwähnt gehabt, die, keine Ahnung. Er ist jung, sein Blut kocht. Er denkt, er ist der Vater von Frankfurt. Aber das ist alles nur Unterhaltung, Leute. Es gibt viele Leute. Wie ein Frankfurt-Video wird auf einmal emotional, Chat. Ein Frankfurt-Video, das emotional wird? Crazy. Zu ernst. Vielleicht sagst du mal so, was du denkst. Na, aber stimmt. Das nehmen echt viele zu ernst. Das alles und so. Also ich habe schon auf TikTok ein bisschen geredet, das mit diesen vier Frauen und so, dass es nur Spaß war und so alles. Und ich dachte, es hat schon gereicht. Es haben schon genug Leute gesehen, dachte ich mir so, aber es hat, glaube ich, nicht gereicht. Keine Ahnung, es kommt mir so rüber, als hätte es keiner gesehen, da keiner gehört. Deswegen wäre es gut, wenn ich es mal hier nochmal sage. Natürlich gibt es ein paar Sachen, die ich auch ernst meine, so, aber natürlich
Ihr müsst denken, Leute, hinter der Kamera, wir sind natürlich anders. So, wenn ich wirklich so wäre wie in den Videos, dann würde der selber mich nicht mal mögen, so, wisst ihr, was ich meine? Deswegen, ihr wisst nicht, was in der Kamera abgeht, was da so besprochen wird. Und ja, Mann. Bruder, es war heute ein sehr, sehr witziger Tag sowieso. Es war trotzdem, also wirklich. Bruder, die nehmen das so voll auf die leichte Schulter, ne? Stellt euch mal vor, das wäre keine Pfefferwaffe gewesen, sondern, Bruder, eine richtige. Bruder, so, wisst ihr, wie ich meine? Bro sagt, es war ein witziger Tag. Ein witziger Tag, es war ein Event, Bruder. Ich habe sowas noch nie gesehen, dass nach jemandem geschossen wurde, auch wenn es nur eine Pfefferpistole ist, mein Bruder. Ich weiß, Bruder, nicht, was genau ich zu Frankfurt sagen soll, Bruder. Dieser ganze Tag verwirrt mich, Bruder. Ich wohne in einem... Bro denkt wirklich GTA-RP. ...im Dorf, Bruder, und ich kann nicht passen, dass der Bruder hier einfach heute gejettet wurde, also mit so einer Pfefferpistole abgeschossen wurde und jetzt einfach hier sitzt. Bruder, in was für einer Simulation leben wir, Bruder? In was für einem Jahr sind wir gelandet? Aber an sich war es trotzdem witzig und ich freue mich, dich heute mal wieder gesehen zu haben und... Scheiß drauf, Bruder. Jeder, der mich persönlich kennt, weiß, ich mach was gegen. Wisst ihr, was das Ding ist? Er versucht es sogar noch richtig ernst zu sein und die beiden auch. Also Pumpkin Monkey so ein bisschen, der nimmt sich ein bisschen raus. Aber Marius findet es einfach richtig witzig, Digga. Wenn Frauen haben, was haben würde oder sonst was. So, also, wir haben selber eine Mutter, Digga. Bisschen runterkommen, Leute. Ich mach das Video nicht, weil ich irgendwie Angst habe oder so. Ich mach's einfach nur, weil ich einfach mal draußen als ein normaler Mensch gesehen werden möchte. Eine wichtige Sache. Ich finde, man könnte ihn einfach drauf ansprechen und sagen, ey, es ist nicht okay, wie du dich vor der Kamera gibst. Ja, Kritik abgeben ist okay, aber... Meinst du, der hätte das gemacht, wenn er nicht bewaffnet gewesen wäre? Einfach so reingehen? Weiß ich nicht, aber anscheinend gibt es Leute, die sich auf etwas verlassen. Es gibt gewaltbereite Leute. Ich frage mich ganz, was genau er jetzt getan hat überhaupt. Ich weiß es gar nicht. Gar nichts, die kennen sich nicht. Ich habe gedacht, vielleicht haben die ein persönliches Problem. Vor allem anfangs dachte ich, bis ich gecheckt habe, dass das echt ist. Die erste Kopfnuss, ne? Erst dann. Hat ein bisschen, genau, das hat ein bisschen gedauert. Weil ich dachte, die rangeln sich so hin und her, so, komm mit. Was ist eure Meinung? Vielleicht habt ihr ein paar Tipps. Ihr könnt ihr mir auch privat schreiben, den Bärhaas. Ich könnte nicht privat schreiben. Ich habe das so eingestellt, dass mir keiner schreiben kann, deswegen. Danke fürs Einschalten. Verrückt.